Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Exploring Hamster spielt Stream. Und zwar habe ich mich in der letzten Zeit ein bisschen mit den Bretonen beschäftigt, nachdem ich einige Runden mit dem Imperium gemacht habe. Breton eher eine der etwas unterlegenen Fraktionen wegen dem Mangel an Fähigkeiten. Aber ich habe mir mal hier zugegebenermaßen, da kann man sich darüber streiten, ob das okay ist, sich hier so an die Wand zu placken, aber ich habe es hier mal gemacht. Ich meine, wir sind Bretonen, wir haben definitiv Nachteile und wir haben zwei Feldtribuchets, also können wir schon mal uns ein bisschen defensiv aufstellen. Meine Armee besteht aus relativ wenig Kavallerie, abgesehen von zwei Regimentern Pegasus-Ritter, die bei uns in der Community liebevoll die Jogurette Knights genannt werden. Und ich habe diese Ritter mitnehmen wollen, weil sie kosten 1100 Gold, was jetzt nicht so mega viel ist. Und das Schöne ist, sie können einfach überall hin, werden nicht aufgehalten und man kann mit ihnen wirklich sehr leicht Angriffe in den Rücken des Gegners durchführen, was auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil ist. Auf der anderen Seite sind sie butterweich, haben wenige Modelle und werden schnell vom Gegner umgebracht, aber so hat man eben Vor- und Nachteile. Der Rest der Armee, mit der wir gegen den Norska spielen, bestehen aus einem, in dem den zwei Feldtribuchets, zweimal Bauernbogenschützen, also nicht zu viel Fernkampf hier, das heißt insgesamt steckt da wahrscheinlich ja, 2000 Gold im Fernkampf, was schon einiges ist, aber ich denke, das kann man auch machen. Vor allem Bärenbogenschützen ganz wichtig, um die gegnerischen allgegenwärtigen Plänkler daran zu hindern, uns kaputt zu schießen. Und die Feldtribuchets auch, um den Gegner auf Entfernung kaputt zu machen. Vor allem teure Regimenter, wie zum Beispiel Barbarenberserker, die hier hinten laufen. Oder man kann damit sogar auf einen gegnerischen General wie Wulfric auf einem Mammut schießen und macht über die Zeit doch eine ganze Menge Schaden. Der Rest der Armee besteht aus einigen recht günstigen Speerträgern, Speerknechte, Bonus gegen Groß 38 Nahkampfabwehr, einmal Bauern hier im Hintergrund, um Gegner ein bisschen aufzuhalten und dreimal Lanzknechte mit Stangenwaffen, beziehungsweise die einen sind angeblich irgendwie knappen, aber es sind eigentlich alles Stangenwaffeneinheiten, die ich auch noch aufgelevelt habe auf 50 Nahkampfabwehr, die dann auch noch profitieren sollen, einerseits von der Grals-Reliquie, die das Ganze zusammenhält, mit ihrem Moral-Buff, plus der Fähigkeit von Repulse de Lyonnaise, wenn sie im Nahkampf ist, Gegnern, Verbündeten plus 9 Nahkampfangriff und 9 Nahkampfabwehr zu geben, was wirklich enorm ist. Das heißt, 59 Nahkampfabwehr bei den Bestienjägern, das ist schon ordentlich. Und wir haben außerdem noch eine Bestienmaid. Hier haben wir auf den Heilzauber verzichtet, weil jetzt nicht so viel Wichtiges zum Heilen da gewesen ist, sondern den wahrscheinlich zweitstärksten oder vielleicht auch ähnlich starken Zauberspruch, nämlich Cardons Verwandlung für die Manticore-Beschwörung dabei zu haben und um die gegnerischen Schaden ein bisschen zu reduzieren, Andraheers Fluch. Dazu kommt noch Gortrek, um gegnerische Monster ein bisschen auf Entfernung zu halten, weil der haut schon ziemlich gut drauf. Auf der Seite der Norske haben wir eine stürmische Armee, einerseits mit ein paar Hunden hier im Hintergrund, drei Regimenter an Chaos-Barbaren-Reiter, die sich direkt auf Richtung Pegasus-Ritter gemacht haben, und zum Glück hatte ich die Bogenschützen dabei, gegen sowas, da werden sie gleich beschossen. Und ansonsten ist es hier eine Sturmarmee, wobei ich erwartet hätte, dass es noch ein bisschen stürmischer kommt. Wir haben hier ein paar Barbaren-Speerjäger gegen Infanterie, ein paar Fimi-Krieger mit Zwanenwaffen, die sind definitiv gut, die machen Angst, haben Bonus gegen Großrüstungsdurchdringenden Schaden gegen Kavallerie, super. Wulfric, der mit seinem, wie heißt das Vieh nochmal, Seewolf plus ein Feuerzauberer mit dem Flammenschädel, leicht genug, um ziemlich viel Bretonen-Infanterie niederzumachen. Das heißt, das Geld steckt hier, abgesehen von den Barbaren-Berserkern und Bestien von Chashnar Antigros, hauptsächlich in Wulfric und den Fini-Kriegern und dem Zauberer. Und es geht los, die ersten Steine fliegen bereits und treffen auch wunderbar diese Barbaren-Speerjäger. Einige sind gefallen, Barbaren auch vorne ein bisschen erwischt worden. Unser Gegner, bisschen zu offensiv mit seinen Plänkler-Chaos-Barbaren-Reitern, wurde etwas erwischt. Pfeile fliegen ihm noch hinterher. Und im Hintergrund sind die Pegasus-Ritter ein bisschen dabei, über diese Bergchen zu fliegen. Ich entdecke jetzt, dass er im Hintergrund schon seine Hunde in Angriffsstellung bringt. Und die Pegasus-Ritter werden gleich von oben auf sie herniedergehen. Mein Gegner kriegt es nicht mit. Und somit bekomme ich unseren Angriffsbonus, während im Hintergrund Wulfric der Wanderer weiter nach vorne geht. Das ist ehrlich gesagt ein ziemlich lascher Angriff, muss ich echt mal sagen. Aber glücklicherweise hat er trotzdem einiges an Schaden gemacht. In der Frontlinie sehen wir zuerst einmal den Seewolf, der leider meine Bauernbogenschützen ganz gut erwischt, aber es sind noch fast alle Modelle da, deswegen war alles noch gar nicht so schlimm.
der Frontlinie greifen jetzt die Barbaren meine Speerknechte an. Dauert eine Weile, bis die kaputt sind. Bisschen unsynchron der Angriff, also ist unglücklich gelaufen für meinen Gegner. Ich weiß jetzt nicht, warum er das so gemacht hat. Aber Repulse kann sich dann direkt mit in den Nahkampf packen. Und auf einmal haben die Speerknechte 29 Nahkampfangriffe und 47 Abwehr. Das haut doch schon ganz ordentlich rein. Und trotzdem machen die Barbaren gar keinen zu unterschätzenden Schaden, was mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen nervt. Im Hintergrund wurde ein flammender Schädel vom Feuerzauber gekastet. Ich habe ihn glücklicherweise gesehen und meine Bauernbogenschützen noch im richtigen Moment aus diesem Kampf herausgezogen. Die Gelegenheit nutze ich mir, während der Feuermagier so nah dran ist, um den Manticore zu beschwören. Und damit wird der Feuermagier jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Also wenn er jetzt nicht irgendwie total daneben gelandet wäre, warum auch immer. Die Norska kommen in Angriff, Fimir-Krieger stürmen direkt in die Frontlinie. Sie haben nichts anderes zu machen, als in die Infanterie reinzulaufen. Aber irgendwie haben sie hier einen Angriff nicht so richtig durchgeführt. Keine Ahnung, was da los gewesen ist. Unsere Trebuchets haben die Angriffe, die Feuerung auf den Barbarenberserker, die Barbarenberserker geschossen. Das hat schon ganz gut funktioniert. Viel Hitpoint-Damage gemacht und die anderen schießen auf Wulfek den Wanderer. Und so langsam aber sicher ist auch schon 1000 Schadenpunkte gemacht worden. Ist natürlich nicht unbedingt großartig, aber auch nicht übel. Und jetzt sehen wir hier den Vorteil der Jogurette Pegasus-Ritter, wie sie einfach völlig ungestört von Fimir-Kriegern. Wenn das Kavallerie gewesen wäre, die von der Flanke gekommen wäre, hätte die Fimir-Krieger und die Speerträger das abfangen können. Mit den Pegasus-Rittern ist das vollkommen unmöglich und zwei Regimenter sollten normalerweise reichen, um vor allem, also besonders ein geschwächtes gegnerisches Infanterieregiment, ziemlich schnell zu vertreiben. Wulfric der Wanderer, momentan der Fokus meiner gesamten Armee auf der Flanke, versucht er mit seinen eigenen Chaos-Barbaren-Reitern hier in meine Fernkampflinie einzubringen, aber auch für ihn ist das nicht die beste Möglichkeit, Chaos-Barbaren-Reiter einzusetzen. Sie wären wahrscheinlich sinnvoller hier gewesen, um gegen die Pegasus-Ritter vorzugehen. Der zweite flammende Schädel, der haut erneut die Bogenschützen kaputt, vor denen hat er ordentlich Angst gehabt und diesmal sind sie auch völlig erledigt gewesen. Die Pegasus-Ritter haben erstmal die Barbaren-Berserker ausgeschaltet und sie suchen sich jetzt direkt ihr nächstes Ziel aus. Das sind hier auf der Flanke die Fimir-Krieger und die Speerträger. Die Angriffsanimationen sind noch nicht so hundertprozentig gut irgendwie mit diesen fliegenden Einheiten. Gottschalk ist übrigens auch noch da, der magischen Schaden gegen die Fimir-Krieger macht. Repulse de Lyonesse bufft nicht nur um sie herum alle Einheiten. 47 Nahkampfabwehr, Pegasus-Ritter bei 43 Angriff, 35 Nahkampfabwehr, schon ganz gut. Sie macht auch noch mit ihrer Blindfähigkeit, was wie auch immer das gleißende Stern von Lyonesse oder so wie der heißt, hier ziemlich viel sorgt dafür, dass die Gegner kaum noch Nahkampfangriffs- und Abwehrwerte haben. Und jetzt kommt zwar leider die Seewolf rein, um uns so ein kleines bisschen zusammen zu pappen und kaputt zu machen, aber der Schaden hielt sich zum Glück in Grenzen. Und ich muss sagen, Pegasus-Ritter, ehrlich gesagt, die werden zwar ein bisschen belächelt und von richtig guten Spielern werden sie bestimmt auch gut ausgeschaltet, wenn die Plänkler immer in der richtigen Position sind, aber sie haben durchaus ihren Nutzen. Wulfric der Wanderer hält sich ein bisschen lange hier in der Frontlinie mit der Antigroß-Infanterie auf, die sich nicht so davon beeindrucken lässt. Graz-Reliquie hat die Speerträger ziemlich lange gehalten, aber die Fimir-Krieger und die Hunde sind mittlerweile durchgekommen. Seht euch das an, Wulfric der Wanderer wird einfach gnadenlos vor allem von diesem Trebuchschiss zerlegt und das kann man auch sehen, indem man auf die Erfahrungspunkte des Feldtrebuchets bekommt. Die haben schon fast hier ein Level-Up jeweils und das liegt einfach daran, weil sie Schaden an Wulfric, dem Wanderer, gemacht haben. Fimir-Krieger auf der linken Flanke besiegt, Barbaren-Berserk im Hintergrund besiegt, meine rechte Flanke bricht gerade ein kleines bisschen zusammen, aber wir haben noch unsere Elite-Lanzknechte mit Stangenwaffen da, außerdem die Bestienjäger von Baston. Die anderen Elite-Lanzknechte, das heißt nur meine schlechtesten Einheiten sind bisher gebrochen, also alles momentan noch in Ordnung und Wulfric hat sein nächstes Ziel gefunden, um einen heroischen Tod zu suchen. Und bam! Schöner Angriff von dem guten alten Gottschalk. Und Gottschalk haut halt zu wie ein LKW. Im Hintergrund wird ein bisschen Bestien von Taschna und Barbaren aufgeräumt. Und Repulse hat auch noch mit drauf. Irgendwie hat Gottschalk aufgehört. Auf das Mammut einzuhauen. Jetzt hat er nochmal einen Schlag drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob er getroffen hat. 2700 Lebenspunkte. Bam, 2200 Lebenspunkte. Und nochmal Schlag. 1200. Achso, Repulse hat auch noch mit zugeschlagen. Also diese Kombination aus zwei legendären Helden. Repulse de Lyonesse plus Gottschalk und dann vielleicht noch so ein Manticore, den man beschwört.
ist schon eine echt gute Abwehr gegen Monster. Und vor allem, wenn man so eine defensive Position hat mit Speerträgern, also mit Feldtrebuchets und Bogenschützen, kann man den Gegner auch zwingen, dass er zu euch kommt. Und da ist eben auch so ein langsamer Held wie Gotrek in der Lage, sich die Monster zu schnappen. Auch wenn jetzt, wenn der Gegner gut in der Bewegung gewesen wäre, dann wäre das, hätte das nicht so gut funktioniert. Er ist hier mit seinem Mammut doch recht lange in der Position stehen geblieben und wir haben ihn dadurch schön Stück für Stück auseinandernehmen können. Also mit so dieser Armeekonfiguration probiere ich so gerade rum. Nicht zu viel Kavallerie, 2200 Gold in Pegasus-Ritter gesteckt, 2000 Gold in Fernkampf und wie viel kostet Gotrek? Der kostet 1200, Repons kostet auch nochmal 1200 oder 1400 so um den Dreh. Und nochmal so ungefähr 2500 in die Helden, also in die Kampfhelden, dann noch in Bestienmite für nette Zaubersprüche. Und der Rest Infanterie. Ich hatte so das Gefühl, das ist eine recht ausgeglichene Armee. Wird sie immer funktionieren? Weiß ich nicht, aber so ähnliche Armeen machen mir jetzt gerade Spaß. Ich finde sie auch relativ ausgeglichen und wir probieren die noch ein-, zweimal aus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, wie ihr sie crushen würdet, vor allem Legatus. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und GG an Teflon.